Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem Unboxing von Spielsachen, die schon zum Teil Weihnachtsgeschenke sind. Also ich bin ganz froh, dass ich so zwei Drittel meiner Weihnachtsgeschenke bereits zusammen habe. Ihr wisst, ich bin immer sehr, 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 sehr zeitig. Das ist mir auch sehr wichtig. Und heute möchte ich mit euch zusammen die Toybox von Simba Toys auspacken. Und da sind einige tolle Sachen von Chichi Love drin. Und wir starten mal mit dem Herzstück des Paketes, weil da zu diesem Spielzeug muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Das ist ein Spielzeug, was ich mir früher als Kind auch sehr gewünscht habe. Und wenn das bei meinen Kindern dann auch aufkommt, dass sie sich Dinge wünschen, die wir uns früher gewünscht haben und die wir dann nicht bekommen haben, sind wir sowieso eher dazu geneigt, sie ihnen zu schenken. Haben wir bei uns jedenfalls so die Erfahrung gemacht. Und dann ist es auch ein Punkt, meine Kinder bekommen logischerweise nicht alles. Vor allen Dingen, Kinder werden von Werbung so überhäuft. Also die sehen irgendwas, oh, das möchte ich haben. Auf sowas reagiere ich ja schon gar nicht mehr. Aber wenn sich die Kinder über Monate, also so über 3 Monate hinweg wirklich immer dieselbe Sache wünschen, dann weiß ich, dann ist das wirklich ein tiefer Wunsch und dann erfülle ich den eigentlich auch. So war es zum Beispiel letztes Jahr bei Vince, der hat sich eine ganz bestimmte Hot Wheels Bahn gewünscht zu Weihnachten und ich war so, pff, eigentlich hat er bei Opa die ganzen Hot Wheels Sachen, was muss der bei uns auch noch eine Bahn haben? Aber er hat sich diese eine spezielle Bahn wirklich über Monate gewünscht, sodass er sie dann tatsächlich zu Weihnachten bekommen hat und habe ich die Erfahrung gemacht, der spielt, also jetzt ungefähr ein Jahr später, immer noch sehr, 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 sehr regelmäßig mit dieser Bahn. Und das lohnt sich dann. Ich habe schon so oft Spielsachen gekauft, wo ich dachte, boah, die sind mega cool. Die haben die Kinder null interessiert. Und seitdem lasse ich das. Also es geht nicht darum, was ich vielleicht pädagogisch wertvoll finde oder schön finde oder so Holzspielzeugsachen oder so. Das muss jetzt aus den Kindern herauskommen. Nur dann weiß ich, kommt es auch gut an. Und deswegen wird es in diesem Jahr so sein, dass Svea diesmal etwas bekommt, was sie sich wirklich schon seit sehr, sehr langer Zeit wünscht. Und das ist das hier. Wer kennt's? Ein Hund, der lebt. Also das habe ich mir tatsächlich früher auch immer gewünscht. So ein Hund, der auch was mit einem macht, mit dem man Gassi gehen kann. Weil ich ja keinen echten bekommen habe, jedenfalls nicht, als ich so klein war. Und wie gesagt, von Chichi Love ist der. Und der kann bellen und der kann mit dem Schwanz wedeln, ne, was man halt so möchte. Hier, wie gesagt, ist diese Fernbedienung dabei. Die hat auch nur ganz einfach 2 Knöpfe, die nicht gehen. Ich dachte, man kann die drücken und es passiert sofort eventuell was. Also wie gesagt, der bewegt sich, ne, der läuft vorwärts, der wackelt mit seinem Schwänzchen und der macht wuff, wuff. Und er sieht sehr süß aus und er hat eine rosa Schleife. Und er ist auch einen Ticken größer. Es gibt ja auch welche, die sind so klein, aber der ist schon einen Ticken größer. Und ich werde euch in den nächsten Monaten noch ein bisschen auch andere Weihnachtsgeschenke zeigen. Ich glaube, das ist immer eine gute Idee. Ich kaufe manchmal Sachen, die ich dann in der Familie verteile. Also an meine Oma zum Beispiel. Also die kauft eigentlich nicht mehr selber die Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Deswegen wundert euch nicht, ne? Ich achte schon darauf, dass es nicht zu viel für jeden wird. Also hier bei mir zu Hause gibt es eigentlich so 2, maximal 3 Geschenke pro Kind. Da ist ein großes dabei. Das wäre jetzt in dem Fall ein großes. Und dann manchmal noch so 2 kleine Sachen. Meistens gibt es immer eigentlich ein Buch für jeden noch mit dabei und dann noch irgendwas anderes. Und dann ist auch gut bei mir zu Hause jetzt zum Beispiel. Genau, und das wird das Hauptgeschenk dieses Jahr für Svea bei mir hier zu Hause. Der kleine Hund von Chichi Love. Der ist übrigens auch ab 3. Svea ist ja dann, naja gut, 3 und 1/3 Jahr. Und das ist halt wirklich was, was sie sich sehr, sehr, sehr gewünscht hat. Es gibt noch eine Puppe. Die sie sich sehr wünscht, da bin ich noch mit mir im Hadern. Also immer, wenn wir zu Rossmann gehen, hat sie diese Puppe in der Hand. Wirklich immer, 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 immer. Und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich sie ihr kaufe. Es wäre allerdings schon ihre 4. Puppe. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das wirklich mache. Da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich diese Puppe halt meiner Oma dann
unterjubel. Aber das wird bei uns zu Hause ja das Hauptgeschenk fürs Wehr. Und dann waren in der Toybox aber noch drei andere Artikel von Chichila. Und die möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar zum einen, das finde ich ganz geil eigentlich, dieser Ball in Hundeform. Und ich weiß tatsächlich auch schon, wer den zu Weihnachten bekommt. Ich denke, das werde ich euch dann auch in einem, an einem Vlog bestimmt mal verraten, wenn Weihnachten dann näher rückt, wer den bekommen wird. Vielleicht wisst ihr auch schon, wer diesen Ball bekommt. Dann könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann gibt es noch dieses Kuscheltier. Also der ist so ähnlich wie der Laufenhund, den ich euch gerade gezeigt habe. Quasi die männliche Version davon wahrscheinlich, weil der ein grünes Halsband hat. Der ist auch sehr süß. Kuscheltiere gehen ja leider immer. Wir haben zum Glück aber nicht ganz so viele. Da achte ich tatsächlich so ein bisschen drauf. Den werde ich aber auch verschenken. Also den bekommt keiner meiner Kinder. Was wer allerdings noch bekommt, und zwar denke ich, dass es das zu Nikolaus geben wird, ist dieser Wackelhund. Das ist das so geil. Die steht halt auf so ein Kram. Auch diese Figuren, die sich bewegen, wenn da Sonnenstrahlen drauf kommen, ne? genau, den wird es, glaube ich, zu Nikolaus geben. Das ist übrigens Chloe. Genau, das ist Chloe. Die gibt es in vier verschiedenen. Hier, da gibt es auch die. Und die beiden. Und der steht auch auf so einem Podest. Da steht dann übrigens auch Chloe drauf. Genau, den wird es zu Nikolaus geben. Also zu Nikolaus mache ich auch immer für jeden einen so ein größeres Geschenk. Da gibt es dann auch nichts im Adventskalender zu Nikolaus, weil unser Adventskalender, da bringt ja jeden Tag der Wichtel die Geschenke. Und der schließt sich dann mit dem Nikolaus kurz. Und da gibt es dann vom Wichtel kein Geschenk an diesem Tag, sondern vom Nikolaus. Und da bekommen die eine so eine größere Sache und Süßigkeiten. Und ich möchte den gerade mal auspacken, weil ich den mal anfassen möchte. Den bekommt sie eh nicht so in der Verpackung. Ist das in Ordnung? Ah, ist nämlich so, wie ich es mir gedacht habe. Und zwar ist der so samtig. Also das hier ist nicht so eine kalte Plastik, sondern das ist so ganz samtig. Das fasst sich ganz, ganz schön an. Kann man das so rausheben? Genau. Das ist doch fantastisch. Also ich denke, das wird dann so dastehen zu Nikolaus. Und dieser Körper hier, der ist ganz, ganz, ganz samtig. Ganz cool. Genau. Ja. Das war die Toybox mit vier Produkten von Chichilove mit vier Hunden. Und ihr wisst ja, ich habe bei Simba Toys einen ganz, ganz tollen Code, mit dem ihr jederzeit 20% sparen könnt. Und den verlinke ich euch unten auf jeden Fall nochmal in der Infobox, auch mit einem Link, wo ihr schauen könnt und wo ihr auch Simba-Sachen seht und bestellen könnt. Das lohnt sich ja so kurz vor Weihnachten nochmal. Und schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr auch so zeitig mit Weihnachtsgeschenken dran seid wie ich. Weil ich weiß, eine Freundin von mir, die nimmt sich jedes Jahr vor, zeitiger anzufangen. Und dann gerät sie doch wieder in Stress. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Typfrage. Ja, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!